an der Leine. Bitte. Tristesse, Liebling, ich lieb dich doch. Eben drum. Lass mich in Ruhe. Mit wem bist du verabredet? Tristesse! Lass mich zufrieden! Verdammt! Fahren Sie los, bitte. Das weißt du ganz genau. Finger weg! Was machen Sie an meinem Computer, Herr Pohl? Ich wollte nur mal was checken. Ich dachte schon, meiner hätte sich ein Virus eingefangen. Ein Virus? Ach du meine Güte. Die Spesenabrechnung vom Chef kam mir gleich so komisch vor. Nein, alles klar, Frau Möbius. Das ist kein Virus. Das sind in dem Fall sicher nur die genialen Rechenkünste unseres Herrn Kommissars. Zu seinen Gunsten, versteht sich. Was treiben die da eigentlich? Der Chef versucht, Schube zum Scharfschützen auszubilden. Ich muss noch kurz weg, Frau Möbius. Falls Marion anrufen sollte, richten Sie ja bitte aus, dass ich nicht kann heute Abend, ja? Die Waffe langsam senken. Über Kimme und Korn das Ziel anvisieren. Druckpunkt nehmen und... Schubert, was machen Sie denn? Anvisieren. Und Sie kneifen beide Augen zu. Nur eins. Himmel. Ich versuche, die Ehre unserer Abteilung zu retten und Sie kneifen beide Augen zu. Kein Wunder, dass Sie eine Fahrkarte nach der anderen schießen. Dafür kann ich nichts, Chef. Das ist genetisch. Genetisch! Sie haben Angst, Schubert! Ich habe nicht Angst. Vor dem Knall! Geben Sie es zu! Genetisch! Wenn das so ist, Chef, dann könnte ich es doch versuchen. Na, so schwer kann es doch nicht sein, einen Pappkameraden zu treffen mit so einem Ballermann. Sie sind eine Frau. Ein kleiner genetischer Defekt, ich weiß. Wollen Sie sich etwa über mich lustig machen, Frau Möbius? Mein Gott, wenn Ihnen offenbar so viel daran liegt, dass Sie gegen die Kollegen vom Mord 1 zur Abwechslung mal gewinnen, warum nicht? Sie wollen mit auf den Schießstand, Frau Möbius? Bei aller Liebe. Bitte, dann eben nicht. 12 Mark kriege ich. Erledigen Sie das mal, Schubert, falls Ihnen das genetisch möglich ist. Das muss ich mir nicht anhören, diese Helme. Nicht von einem Mann, der sich schon ins Knie geschossen hat. Herr Schubert! Ins Knie geschossen? Chef, bitte nicht. Ich hab zu tun. Erstens war das nicht das Knie, sondern der Oberschenkel. Und zweitens war das nicht ich, sondern dieser Kaminski. Wie eindeutig festgestellt wurde. Sie haben doch selber den Vorgang getippt, Frau Möbius. Was ist das denn? Whisper of Love. Bonjour, Tristesse. Hol dir, was du brauchst. Frau Möbius, was machen Sie denn mit diesem Schweinkram? Im Internet. Pohl. Das ist ja wohl das Allerletzte.
Pol? Jawohl, Herr Pol. Und damit es nicht auffällt, nimmt er meinen Computer. Na, warte. Tristesse? Tristesse? Ich suche einen gewissen Schubert. Schubert? Gibt's hier nicht. Wo warst du denn? Die Schule ist doch schon längst aus. Na komm, steh nicht rum. Ja, dann danke, ne? Ich soll ihn von Herrn Pohl ausrichten, er kann nicht heute Abend. Was? Ja, hat der Mensch sie noch alle? Wieso nicht? Das hat er mir leider nicht anvertraut. Meine Eltern sind zu Besuch in Hamburg. Jetzt wollte ich Ihnen endlich mal den Dieter vorstellen, beim Abendessen im Hotel. Das kann er doch nicht vergessen haben. Also ich weiß nicht. Also Frau Möbius, hätte sie vielleicht mal einen Augenblick Zeit für mich? Ich muss mit jemandem reden. Kommen Sie, Frau Liebherr. Hier lang. Ja, kommen Sie. Herr Hauptkommissar? Ja. Vorsicht, Frau Liebherr, die Spuren. Frau Liebherr war zur fraglichen Zeit zu Hause. Sie wohnt ein Stockwerk drüber. Mein Gott, das musste ja so kommen. Naja, bei so einem wie dem da. Sie kannten die Frau? Ich meine, das Opfer? Nur flüchtig. Der Herr Weiß ist ja immer erst abends weg und morgens heimgekommen.
Ich glaube ja, er tanzt in diesem Club, wo sie alle in Frauenkleidern herumlaufen. Wenigstens hängt da sein Foto im Schaukasten. Chef, gucken Sie mal, was da hinten alles rumliegt. Reitpeitsche, Sporen. War die Frau, ich meine, der Herr Weiß zufällig in einem Reitclub? Also, Chef, ehrlich. Sagen Sie es dem Herrn Hauptkommissar. Also, deshalb habe ich mir nichts Großes dabei gedacht, als ich gestern die Schreie gehört habe. Die haben doch immer solchen Lärm gemacht. Schreie? Wann? Na, so um 3 Uhr in der Früh. Ich konnte ja nicht schlafen. Hörte ein Taxi, hab da mal so runtergeschaut. Und da war der Herr Weiß mit einem anderen. Ein Sexualmord, hm? Schubert, veranlassen Sie Dr. Leitner, dass er die Frau auf Spuren einer Vergewaltigung untersucht. Mann, Chef, nicht Frau. Ja, sag ich doch. Sie heißen Schubert? Da war einer heute, der hat nach einem Herrn Schubert gefragt. Was? Hier? Was Sie nicht sagen. Ja, und der hat sich so komisch aufgeführt. Meine Tochter hat ihn auch gesehen. Und? Was gucken Sie mich so wissend an? Ich meine, es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Ich werde ja auch nicht jünger. Meine Eltern haben doch das Recht, endlich mal den Mann kennenzulernen, mit dem ihr Tochter zusammenlebt. Und das schon seit 5 Jahren. Und Herr Pohl, will er das nicht? Ach, der meint, es hat schon so was Offizielles. Aber da ist noch was. Was denn? Naja, ich weiß es nicht. Er schläft auf dem Sofa. Und... Ja? Unsere letzte Telefonrechnung. Die war über 800 Mark. Ja, mit wem telefoniert er? Hat er andere? Na, Oma. Ach, der Herr Möbius. Wie immer, kurz vorm Abendessen. Was für ein Zufall. Adelheid da? Sie hat Besuch, möchte nicht gestört werden. So. Frau Bachmann. Herr Möbius. Hallo, Eugen. Aber Sie sagen ihm nicht, dass ich bei Ihnen war. Nein, nein, können Sie sich drauf verlassen. Wollen Sie nicht zum Essen bleiben, Frau Marion? Es reicht für alle. Der Herr Möbius hat schon gegessen. Nee, danke. Keine Angst, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Hoffentlich. Tschüss. Tschüss, Marion. Das war doch die Freundin von Kommissar Pohl, oder? Ja, kommt. Oh nein! Mein Reis! Alles angebrannt. Weißt du, was für ein Wagen er fährt? BMW, glaube ich. Schwarz? Ja. Warum? Adelheid. Heute zwischen 14 und 15 der Uhr. Der Reis ist mir angebrannt. Das kommt davon, wenn man die Privatgespräche seiner Tochter belauscht. Jetzt sag schon, warum? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll, weil es jemand aus deiner Abteilung betrifft. Raus mit der Sprache. Ich habe nicht gelauscht, Adelheid. Ich habe Pohl bei der Mordwohnung gesehen, St. Georg, der Transvestit, der abgemurkst worden ist. Was? Zuerst dachte ich, er hat die Polizei gerufen, aber der Anruf war anonym. Männerstimme, mein Paul. Hast du das gehört, Adelheid? Ja, du hast deinen Reis keine Sekunde aus den Augen gelassen, also ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, Eugen. Na gut, da gibt's eben Brot zum Frikassee. Normalerweise schon, aber eine Zeugin hat einen Mann gesehen, 1,75, Hornbrille, der nach einem Herrn Schubert gefragt haben soll. Schubert? Ja, das ist doch zu viel Zufall auf einmal, oder? Weg. Weg. Marion. Na gut. Wie du meinst. Marion, mach jetzt bitte keine Szene. Ich bin spätestens in 2 Stunden wieder zurück. Von mir aus? Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Marion. Wo warst denn du eigentlich um 6? Was war denn so verdammt wichtig, dass du das Treffen mit meinen Eltern überhaupt vergessen hast? Deine Eltern?
Gott, ja. Tut mir leid. Aber ich bin Polizist, Marion. Und die Mörder halten sich nicht immer an meinen Terminplan. Ach! Marion. Marion! Sei doch vernünftig. Ich werde nur vernünftig sein. Und gleich daneben die Schlüssel. Und hier? Die Leiche. Transvestit. Und Performance-Künstlerin, was auch immer das sein soll. Er hat im Filou getanzt. Tu nicht so. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Hä? Wenn ich an unsere Flitterwochen denke, auf was für Ideen du da gekommen bist. Da war ich 28, Adelheid, und du, naja. Was ist mit dem Computer? Wie? Ach so, den will der Chef abholen lassen, morgen. Vielleicht kann das Labor den Speicher retten. Hat der Chef schon eine von seinen Theorien? Im Augenblick scheint ihn der Termin mit Mord 1 auf dem Schießstand mehr zu beschäftigen. Er hat Schubert dauernd mit genetischen Fragen genervt. Was ist mit Schubert? Nichts. Er schießt immer daneben. Michelangelo. David. Fingerabdrücke? Jede Menge. Da hinten ist noch so eine Art Folterkammer für Domina-Spiele. Ich würde dir nicht empfehlen, dir das anzutun. Also, ich würde sagen, das Opfer kam von seiner Performance nach Hause. Der Täter hat ihr im Hausflur aufgelauert und sie beim Aufschließen der Haustür überrascht. Kurzer Kampf. Sie versucht, ins Schlafzimmer zu flüchten und schafft es nur bis zur Tür, wo er sie erschlägt. Nee. Wie denn? Im Taxi waren zwei Fahrgäste, laut Augenzeugin. Er hat einen Freier mit hochgenommen und... Der hat sie, zu vergewaltigen versucht, meint der Chef. Und dann zertrümmert er den Computer? Warum? Laut Nachbarin und Augenzeugin war hier häufiger Remi Demi. Wenn sie wirklich einen Freier mitgebracht hat, warum lag dann die Tasche im Flur und der Schuh? Wenn er sie umbringen wollte, warum dann nicht hier, gemütlich im Schlafzimmer? Was weiß ich? Ich bin nicht pervers. Du tust Zucker auf deinen Salat. Und sammelst Bierdeckel. Ist das vielleicht normal? Bonjour, Tristesse. Ach, du Schande. Was? Paul, ich glaube... Wo sagst du, hat sie getanzt? Du willst doch nicht einfach dahin. Du musst nicht mit rein, wenn du Angst hast. Aber hinfahren darfst du nicht. An dieser Stelle unseres Abendprogramms sehen Sie gewöhnlich unsere Nummer Bonjour Tristesse. Heute nicht. Auch morgen nicht. Sie werden sie nie mehr sehen. Unsere geliebte Tristesse ist nicht mehr. Sie wurde heute früh ermordet in ihrer Wohnung gefunden. Erschlagen. Bestialisch ermordet. Nicht von einem von uns, nein.
einen normalen, stinknormalen Mitmenschen. Brillenträger, Klamotten von der Stange. Da! Da steht er! Wohl! Chef! Mist, der Chef. Kannst wieder auftauchen. Nach den Schluss zu belästigen, aber ist Herr Pohl schon zu Hause? Nein, aber ich erwarte ihn eigentlich jeden Moment. Darf ich mitwarten? Ist sehr dringend. Bitte, nehmen Sie doch im Wohnzimmer Platz. Danke. Ich hätte da nämlich ein paar Fragen. An mich? Ja. Sie kennen ja Herrn Pohl auch schon einige Zeit. Naja, nicht ganz so lang wie Sie, aber... Das ist wahr. Und doch, ich denke gerade darüber nach, wie wenig man eigentlich wirklich von einem Menschen weiß, obwohl man ihn schon so lange kennt. Was wissen Sie denn nicht vom Dieter? Naja, eigentlich macht er ja einen ganz normalen Eindruck. Ja, das finde ich auch. Aber... Ich glaube, es gibt da doch einige dunkle Punkte im Leben von Kommissar Pohl. Wie meinen Sie jetzt das? Lederwaren, Strapse, Stöckelschuhe, halbseidene Nachtlokale. Wie bitte? Und als Sie am Nachmittag immer noch nicht ans Telefon gingen, da bin ich hin. Und da lag sie. Tot. Rüdiger war perfekt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Operation, die Hormone, alles perfekt. Sie haben ihn im Taxi nach Hause begleitet. Ich wollte noch mit hoch, aber sie war völlig durcheinander. Wegen diesem Mann. Noch ein Mann? Der Kerl hat immer hier angerufen. Und jedes Mal war Rüdiger völlig durch den Wind. Er wollte aufhören, weggehen. Sagt Ihnen Bonjour, Tristesse und Whisper of Love etwas? Na klar. Mit diesem Slogan annoncierte Tristesse im Internet. Liebesgeflüster. Sie fing gerade an, damit viel Geld zu verdienen. Das geht nicht gut, habe ich ihm gesagt. Wenn einer von diesen Kerlen rauskriegt, dass du ein Mann bist, dann... Ich habe die Kiste zertrümmert. Das Ding hat ihn auf dem Gewissen, dieser Scheißcomputer. Honey, los dein Auftritt. Entschuldigen Sie bitte. Und dieser Mann, haben Sie ihn gesehen? Er war hier heute Abend. Und ich weiß, wo er wohnt. Marion?
Und was ist mit den 45 Mark für die zwei läppischen Bier? Stellt ihm an deiner Dienststelle in Rechnung. Tschüss. Verstehe sowieso nicht, was er an Ihnen findet. Adelheid, hast Besuch. Guten Abend, Herr Pohl. Ich bin am Ende, Frau Möbius. Seine Freundin hat ihn verlassen. Recht tut das Mädel. Mutti. Adelheid, mein Tee. Bitte. Entschuldige, dass ich existiere. Gute Nacht, Mutti. Und sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Ich habe aus dem Reis und dem Frikassee eine Suppe gemacht. Du musst sie nur aufwärmen. Danke. Und schlaf gut. Also. Der Mord in St. Georg. Ja? Ich kannte das Opfer übers Internet. Der Kerl hat mich reingelegt. Ich dachte, er ist die erste Frau, die mich wirklich versteht. Was ist mit ihrer Marion? Marion. Seit Monaten lässt sie mich auf dem Sofa schlafen, um mich weich zu klopfen. Sie ist so dringlich in letzter Zeit, redet vom Pfarrer und von Familiengründung. Das ist doch natürlich. Ja, für Marion schon. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich meine, Liebe muss sich doch nicht immer gleich fortpflanzen. Oh, Herr Pohl, Sie leiden unter typischer Bindungsangst. Ich weiß auch nicht. Ich war völlig durcheinander. Da bin ich beim Internet surfen auf Tristesse gestoßen. 4 Mark pro Minute. Hat sich's wenigstens gelohnt. Wir haben stundenlang geredet miteinander. Sie hatte für alles Verständnis. Sie sagte mir auch, eine Ehe hätte sowas Endgültiges. Na ja, nicht immer. Sehen Sie ja an mir. Wie haben Sie Ihre Adresse rausgekriegt? Wiesbaden. Ein Kollege von der Interpol. Interpol? Mit H oder ohne H? Sehr witzig. Na jedenfalls, gestern Nacht hat sie sich nicht gemeldet. Ich hab's ewig probiert. Nichts. Naja, und heute im Büro hat nicht mal mehr ihr Anschluss reagiert. Da bin ich hin, da lag sie tot. Ich war ihre roten Augen, waren echt. Und dann haben Sie die Panik gekriegt und sind abgehauen? Ja. Wie sind Sie eigentlich aus Filou gekommen? Ich meine, wenn Sie nicht wussten, dass sie ein Mann war. Weil sie sich dort mit mir verabredet hatte. Sie wusste, dass ich Polizist bin. Sie hatte Probleme, hatte Angst vor irgendwas, vor irgendwem. Probleme mit einem Mann? Ja. Hat sie er einen Namen genannt? Nein. Herr Pohl, jetzt werden Sie nicht auch noch zum Alkoholiker. Was soll ich machen, Frau Möbius? Jetzt gehen Sie erst mal nach Hause. Kann ich nicht. Da liegt der Chef auf meinem Sofa. Hauptkommissar Strobel? Und Marion ist ja auch weg. Mit all ihren Sachen. Aber egal, ich kann ja im Auto rumfahren. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und fahre gegen den Baum. Halt, Herr Pohl! Sie können hier auf dem Sofa schlafen. Aber leise, sonst steht meine Mutter wieder auf der Matte. Morgen sehen wir weiter. Ja, und dann? Der Chef hat mich doch gesehen. Wie viel Uhr? Mir wird schon was anfangen. Herr Pohl! Ja!
Ich gehe jetzt. Sie bleiben vorerst hier. In Deckung. Ich rufe Sie an, sobald die Luft rein ist. Adelheid. Muss mich doch sehr wundern. Guten Morgen. Wurde ehrlich. Herr Pohl wird für ein paar Tage unser Gast sein. Ein paar Tage? Na ja, vielleicht geht's auch flotter. Aber bitte, kein Wort zu niemandem, Mutti. Ich habe Ihnen Handtücher und eine Zahnbürste ins Bad gelegt. Tschüss, Mutti. Tschüss, Herr Pohl. Tschüss. Ja, Brauch kann man nur bedauern. Tee oder Kaffee? 3 Esslöffel Insektenvernichtungsmittel auf ein Glas Milch. Tut's auch. Hallo? Ja, gibt's denn sowas? Oh, Entschuldigung, Herr Leiter. Was ist das für eine Schlamperei, Herr Schubert? Es ist fast 9 Uhr und keiner da. Tja, das, also ich war seit 8 Uhr beim Erkennungsdienst im Labor. Mordfall Weiß, St. Georg. Sagen Sie Ihrem Chef, dass er bei mir antanzen soll. Und zwar Stantepede. Oh, Herr Direktor, einen Moment. Bitte. Bitte, Herr Direktor. Gesetzt den Fall. Ein Beamter stellt fest, dass er aufgrund einer genetischen Prädisposition keinen Dienst mit der Waffe tun kann. Wäre in einem solchen Fall eine Versetzung in den Innendienst denkbar? Ach so, das Wettschießen. Herr Schubert, ich habe auf Ihre Abteilung gesetzt und Sie wollen kneifen? Nein, nein, das ist jetzt eine rein theoretische... Sie werden heute Nachmittag auf dem Schießstand keinen Treffer unter 9 landen. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Widrigenfalls werde ich Ihre vorzeitige Entlassung in den Ruhestand befürworten. Und zwar bei drastisch reduzierten Bezügen. Haben wir uns verstanden? Prima. Und das gilt für Ihre gesamte Abteilung. Richten Sie das Ihren Kollegen aus. Mordkommission 2, Schub. Chef, wo sind Sie denn? Sie sollen zum Chef kommen. Der Chef kann mich mal. Wo ist Pohl? Nicht da. Dann treiben Sie ihn auf. Und sagen Sie, Frau Möbius, Sie sollen eine schöne Tasse Kaffee kochen. Sie besorgen was aus der Kantine. Aber nicht wieder irgendwelche Brezeln, wie das heißt. Die waren beim Oktoberfest schon nicht mehr frisch. Frau Möbius ist auch nicht da. Und den Kollegen Pohl habe ich schon seit gestern nicht mehr gesehen. Und wenn meine Theorie stimmt, dann werden wir ihn auch morgen nicht wiedersehen. Was reden Sie da für einen kompletten Quatsch? Na, ich habe die Fingerabdrücke mal vom Erkennungsdienst durch den Computer gejagt. Computer? Verstehen Sie denn was davon? Aber natürlich verstehe ich was davon, Chef. Und was soll ich Ihnen sagen? Die vom Kollegen Pohl sind auch dabei. Ihre und meine auch. Das muss ich Ihnen noch nicht erklären, das ist unsere Routine. Alle Beamten, die am Tatort waren, sind da erfasst. Ja schon, aber Sie und ich waren am Tatort. Pohl nicht. Das heißt, er war da, aber vor der Entdeckung der Leiche. Was sagen Sie jetzt? Hallo, Chef? Chef, sind Sie noch da? Kommen Sie in mein Büro, bringen Sie die Unterlagen mit. Ich höre. Insgesamt wurden 28 verschiedene Abdrücke identifiziert. 8 davon waren von ermittelnden Beamten, weil die Hälfte natürlich keine Handschuhe anhatte. 14 sind erkennungsdienstlich nicht erfasst, aber bei 4 wurden wir in Wiesbaden fündig. Und zwar Hermann König, Scheckbetrüger aus Hannover, sitzt angeblich wieder. Dann Alf Bäumler, alias Bonjour, erwischt worden mit 8 Gramm Marihuana, draußen auf Bewährung. Bonjour, Tristesse, so heißt doch eine Nummer in diesem Club. Ach, Sie waren da? Rein dienstlich, weiter. Dann haben wir Horst Schulz, einschlägig bekannt als Drücker und Raufbold, Spezialität Zeitschriftenabonnement. Was gucken Sie so? Rolf Abogast war früher mal bei uns bei der Sitte und ist von Heimat aus irgendwelchen Gründen entlassen worden, so das wär's. Gute Arbeit, Schubert. Brav, brav, brav. Wenn Sie jetzt noch einen halbwegs trinkbaren Kaffee hinbringen, werde ich Sie für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Was ist mit Pohl, Chef? Wenn man Sie fragen sollte, was ich nicht glaube, da war Kollege Pohl mit uns am Tatort. Ja, aber das ist gegen Sie. Strobel, ja, Direktor Heimeran wollte mich sprechen. Hey, rufen Sie die Möbius an. Soll ich antanzen? Die Ausbildung der Geschlechtsorgane erfolgt im Mutterleib etwa ab dem 3. Monat. Mit anderen Worten, zuerst einmal sind alle Menschen Frauen. Mit anderen Worten, Männer sind so etwas Ähnliches wie eine Abweichung von der Norm. Ach,
Frau Möbius. Und wie funktioniert dann so eine Geschlechtsumwandlung? Hormone, geschickte plastische Chirurgie und... Frau Möbius, das ist kein Mann. Wie? Das ist eine Frau. Sinan. Sind Sie sicher? Wenn das ein Mann ist, dann bin ich ein Wiener Sängerknabe. Ja, nein, da habe ich es auch schon versucht. Tut mir leid, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen, Frau Mutter. Ach, hat sich alles erübrigt, Frau Graf Leditsch. Ihre Tochter trudelt gerade ein. Danke. Der Chef ist beim Chef. Wo waren Sie, Frau Möbius? Ja, und hat sich Putin bei Ihnen abgemeldet? Nö. Sind das die Ergebnisse aus dem technischen Labor? Moment. Ja, und Pols Fingerabdrücke sind auch mit drauf. Die kommen alle nicht in Frage. Hier, dieser Horst Schulz. Körperverletzung, Trickbetrug? Ja, Zeitschriftenwerber. Wenn Pote abspringen wollte, dann hat er ihm die Faust unter die Nase gehalten. Hat irgendwer die Leiche identifiziert? Wozu? Der Ausweis war doch in Ihrer Handtasche. Kann ich den mal sehen? Wozu? Wo ist sie? Die Tasche ist beim Chef. So, und jetzt sind Ihre Fingerabdrücke auch noch drauf. Am Vornamen ist gefummelt worden. Wie? Möbius, Tag, Waltraud. Kannst du für mich bitte was checken? Ja. Hast du was zu schreiben? Weibliche Person, Vorname etwas mit R. Weiß. Naja, wie schwarz, mit Doppel S. Ja, Einwohnermeldeamt, Standesämter, Führerschein, alles. Ja, möglichst vorgestern. Ja, nee, du, ich ruf dich lieber an. Danke. Chef, der Ausweis ist gefälscht. Chef, was haben Sie? Heimeran hat 50 Mark auf unseren Sieg gewettet. 1:100. Das sind 5000 Mark, falls wir gewinnen sollten. Und falls wir verlieren, was dank genetischer Defekte wahrscheinlicher sein dürfte, hat der Direktor gewisse Maßnahmen in den Raum gestellt. Also jetzt machen Sie aber einen Punkt. Das ist doch kindischer Männerkram. Wir haben einen Mord aufzuklären. Eifersucht, Drogen, Männer, die Frauen sein wollen. Die haben doch nicht alle Nadeln an der Kanne. Rüdiger Weiß war kein Mann. Was sagen Sie da? Er ist eine Frau, Chef. Danke, Frau Möbius. Sehr scharfsinnig. Jetzt kommen Sie endlich mal einen Kaffee. Kein Transvestit, eine Frau. Herrschaftszeiten, fragen Sie Dr. Leitner, wenn Sie mir nicht glauben. Sie meinen eine Frau in Frauenkleidern, die sich als Mann ausgibt? Ja. Diese Welt, diese Menschheit, was ist aus ihr geworden? Wenn ich daran denke, dass ich mit 14 noch an Klapperstorch geglaubt habe, dann übernehmen Sie den Fall. Ich bin nicht zu sprechen. Selbstverständlich. Bis Weihnachten. Selbstverständlich. Mordkommission 2, Apparat Möbius. Waltraud, ja. So schnell? Was? Schulz war der Ehemann von der Weiß. Bleib, wo du bist. Ich komme. Frau Möbius, bitte was? Frau Möbius, bitte. Bitte, ich verlange eine Auskunft. Frau Möbius, Sie haben doch eben gehört, der Chef hat mich mit dem Fall beauftragt. Bitte! Das ist eine Spezialität aus den früheren Ostgebieten. Grünkohl mit polnischer Wurst und Salzkartoffeln. Mein zweiter Mann, oder war es der dritte? Jedenfalls war der ganz verrückt da.
Anna. Drei Ehemänner haben sie überlebt. Ist tragisch, nicht wahr? Aber alle sind mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen von mir gegangen. Man hätte fast glauben können, die freuen sich aufs Jenseits. Die Polizei. Wo? Es ist soweit. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Muss Ihnen ja einen höllischen Spaß machen, mich zu verhaften. Unsinn, wir wissen, wer es ist. Sie dürfen ihm höchstpersönlich die Handschellen anlegen. Kommen Sie. Wie? Wo? Erzähle ich Ihnen alles während der Fahrt. Steigen Sie ein. Sonst geht uns so durch die Lampe. Vamos. Vor einem halben Jahr hat sie endlich die Scheidung durchgesetzt und der Richter hat ihrem Ex-Mann jeden Kontakt mit ihr verboten. Aber er hat sie weiter bedroht und verfolgt, bis sie untertauchte und schließlich im Filou Freunde gefunden hat und eine neue Existenz. Hören Sie mir überhaupt zu? Und wie kommt Pol in die Geschichte? Interpol. Hä? Übers Internet. Pol und sie haben sich offenbar gut verstanden. Und als ihr Ex-Mann wieder auftauchte, um bei ihr abzukassieren, da hat sie bei ihrem Internetpartner Schutz suchen wollen. Und wo ist er jetzt, dieser... Horst Schulz ist mit einer Drückerkolonne in einem Dorf bei Mölln. Herr Pohl und Herr Schubert sind gerade dabei, ihn zu verhaften. Ist er sauber? Sauber ist was anderes. Schönen Gruß von Ihrer Frau, Renate Schulz. Geborene Weiß. Wie haben Sie Renate gefunden? Sie hat sich doch weiß Gott alle Mühe gegeben, Sie loszuwerden. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich habe Sie doch seit der Scheidung nicht mehr gesehen, ja? Und warum sind Sie dann abgehauen? Mit anderen Worten, Sie haben wieder einmal einen Fall in Rekordzeit gelöst, Chef. Frau Möbius, Sie haben den Fall gelöst. Das weiß hier doch jeder. Nein. Und das stimmt auch nicht. Doch. Und wenn wir dann auch noch auf dem Schießstand von Mord 1 deklassiert werden, dann lachen sie wieder alle über mich. Ach was. Wir werden gewinnen, Chef. Mit Schubert? So, jetzt sind Sie dran. Gleich. So. Und jetzt. Nicht vergessen. Ganz ruhig. Viel Glück. Schubert, gucken Sie mich an. Hören Sie mir zu. Ich habe sowas noch nie zu meinem Mitarbeiter gesagt. Und ich werde es höchstwahrscheinlich auch nur einmal über die Lippen bringen. Sie sind mein bester Mann, Schubert. So wie Sie heute diesem Unmenschen das Geständnis rausgeleiert haben. Also, mindestens 45 Punkte. Dann haben wir es geschafft. 45? Enttäuschen Sie mich nicht, Schubert. Und jetzt, viel Glück. Na, was ist? Getroffen? Chef, ich hab getroffen. Ja, getroffen. Aber die falsche Scheibe, Schubert. Aber alle im Zentrum. Aber meine Herren, streiten Sie sich doch nicht. Getroffen, Schubert. Gratuliere. Kraft meines Amtes erkläre ich die Mordkommission 2 zum diesjährigen Gewinner. Ja, bravo. Schubert, das war die falsche Scheibe. Name, Personalnummer, Dienstgrad? Na ja, nee, ich hab gar nichts gesagt. Na, Schwamm drüber. Und jetzt stoßen wir alle gemeinsam an. Jawohl.
Und unser Starschütze bezahlt, nicht wir. Ja. Was, ich? Herr Pohl? Jo. Ich darf mit Ihnen fahren, ne? Ja, aber natürlich. Dieter! Na, nun gehen Sie mal ruhig, Herr Pohl. Ich fahre mit Herrn Schubert. Frau Melius? Ja? Ich krieg das Pflaster nicht runter. Och, kommen Sie mal her. Aber langsam. Oh, Frau Melius! Was? Ich soll mal das Auge ausgerissen. Nö. Ich sehe nichts mehr. Machen Sie mal auf. Ha? Jetzt sehe ich wieder. Och, Marion. Du hast mir gefehlt. Du mir auch. Ziehst du denn wieder bei mir ein? Nur unter einer Bedingung. Was denn für eine Bedingung? Whispers of Love nur noch bei mir. Einverstanden. Aber auch nur unter einer Bedingung. Ja? Dass ich nicht mehr auf dem Sofa schlafen muss. Marion. Na bitte. Da ist ja nun alles wieder in Ordnung. Ja, der Status quo. Wie meinen Sie das? Es bleibt bei der Dauerverlobung.